Nach 2 Wochen im Tiny House haben wir erste Erfahrungen sammeln können und versuchen uns so langsam einzuleben, nach den rechten Plätzen für unsere ganzen Utensilien zu schauen. Und dass das jetzt alles noch nicht so läuft, das könnt ihr euch sicherlich denken. Was wir allerdings alles jetzt schon geschafft haben, wie wir uns so ein bisschen eingrooven, das möchten wir euch in dem heutigen Video zeigen. Wir sind Ilan noch hinter der Kamera und Anja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der vergangenen Woche hatten wir euch ja schon so ein erstes Update gegeben, wie es bei uns im Tiny House läuft, nachdem wir eingezogen sind, zumindest testweise. Da ging es allerdings überwiegend um unsere Versorgungssysteme. Das wollten wir ganz klar trennen von dem Stauraum und allem anderen, was wir euch heute zeigen wollen. Wir haben uns überlegt, in dem heutigen Video raumweise vorzugehen, dass wir euch erklären können, was hat sich in diesem Raum verändert, wo gab es Probleme, wie haben wir die ersten Herausforderungen bezüglich Stauraum auch gelöst. Wir können ja gleich mal in diese Richtung schwenken. Unsere kritische und schwere Ecke, die uns seither total nervt, weil sie dafür prädestiniert ist, alles abzulegen, wenn man ins Tiny House rauskommt, wenn man so zwischendrin rumläuft, alles einfach hier abzulegen. Geht gar nicht, das stresst uns total, also dafür müssen wir noch eine Lösung finden. Auch bei Gläschen zum Beispiel, die wir nicht täglich im Einsatz haben, von denen wir uns aber doch auch nicht ganz trennen können, wenn man dann doch mal irgendwie ein Bierchen aus einem Glas trinken will oder mit einem guten Kräuterlikör anstoßen möchte. Das sind so Sachen, da haben wir einfach jetzt gerade keinen Platz für, weil unsere Schubladen alle jetzt schon überfüllt sind. Wir haben also definitiv viel zu viele Küchenutensilien, Gewürze, Vorräte. Da müssen wir tatsächlich echt schauen, wovon müssen wir uns wohl oder übel trennen, weniger in Großgebinden bestellen. Aber zu diesen ganzen Schrankaufteilungen kommen wir, wenn wir da ein System entwickelt haben. Im Moment ist es Tür auf, reinschmeißen, Tür zu, passt schon irgendwie, bis wir uns dann weiter darum kümmern. Mit dem Herd an sich klappt es alles total gut. Wir haben verschiedenste Gerichte hier schon gekocht und mit dem Gasherd ist es einfach das Schönste für uns persönlich zu kochen. Wunderbare Lasagne kochen wir heute. Schöne Bolognese. Immer wieder mit Rotwein ablöschen. Schon im Topf. Jetzt ist kochen, 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 kochen. Aber ist gut mit dem Gas? Sehr gut. Gas kochen ist echt nochmal eine ganz andere Nummer. Das macht wirklich Spaß. Ganz tolle Hitze, die ich sehr gut kontrollieren kann hier. Auch mit dem Backofen haben wir schon ein paar Muffins gebacken oder die Lasagne letztens auch reingeschmissen. Wir wollten das eigentlich noch festhalten, aber wir haben sie so schnell mit unseren Freunden verputzt und dann war es zu spät. Eine weitere problematische Ecke, oder ja, doch, ist es schon eine problematische Ecke, ist dieser Bereich hier. Dinge, die man irgendwie jeden Tag braucht und nicht zu weit wegpacken möchte, die stehen hier halt noch und eigentlich möchten wir fast nichts auf der Arbeitsplatte stehen haben, auch vor allem für den Kopf. Also von der Arbeitsfläche ist es schon okay, man findet seinen Weg, aber rein visuell ist es einfach schnell vollgestellt. Die Spüle ist echt unser persönliches Highlight, weil sie so super tief ist. Wir stellen hier einfach alles ab, was sich so sammelt und es geht auch alles rein. Sogar unsere ganz großen Pfannen, die passt komplett rein, die großen Schneidebrettchen, das ist total super. Was aber wieder ein Problem ist, ist, dass beim Abspülen, also der Hahn, der hätte etwas höher und mittiger enden können, weil man natürlich immer beim Wasser starten, ich kann es ja mal zeigen, und dann mache ich das Wasser aus, man gleich so eine ganze Tropfparade hier auf dem Holz hat und wir sind auch echt noch so ein bisschen unsicher und schissig mit dem nur grundierten Holz und haben eigentlich immer hier so einen kleinen Lappen liegen beim Abtrocknen oder wenn wir hier in der Küche hantieren und versuchen, überall drüber zu gehen. Das werden wir wahrscheinlich nicht lang genug hinkriegen. Irgendwann sind die ersten Tropfen drauf, die ersten Flecken drauf und das wird wahrscheinlich ganz normal sein und auch schön sein, wenn das Holz sich auch ja, mit uns entwickelt und da auch seine Spuren bekommt. Aber jetzt im Moment versuchen wir mal überall drüber zu wischen. Unsere neueste Errungenschaft, die uns sehr freut, hängt hier, weil wir auch da die Problematik hatten, dass hier einfach auf den Platten zu viel rumsteht und wir immer sehr, sehr viel Obst und Gemüse einkaufen. Das heißt, wir haben uns hier diesen hängenden Obstkorb mit 3 Körben bestellt, oben am Holzbalken befestigt. Da wird ja einiges an Gewicht gehalten oder kann einiges an Gewicht gehalten werden. Eigentlich hätten wir es lieber in dieser Ecke gehabt, aber da dort kein Balken zur Verfügung steht, haben wir da einfach
die Seiten getauscht. Letztes Thema für die Küche. Da sind wir auch ganz stolz drauf. Ilan hat uns ein Gewürzregal gebaut. Wir haben super viele Gewürze und das ist ein Zehntel von all den Gewürzen, die wir benutzen. Das ist sehr, sehr wichtig, lebenswichtig und lange noch nicht ausreichend, aber es hilft uns alleine schon mal im Alltag, da irgendwie besser zurechtzukommen. Wir finden es so vom ersten Blick noch etwas unruhig, also überlegen wir, ob wir uns da einheitliche Döschen mal kaufen oder noch einheitlicher, dass es einfach etwas beruhigender wirkt, dass es einfach nicht zu bunt ist und zu auffallend ist. Aber das sind kleine optische Sachen. Wir sind erstmal froh, wenn wir Plätze schaffen können, wo wir was abstellen können oder verstecken können. Willkommen im Chaoszimmer. Hier hinter mir. Ja, man sieht, man erkennt schon mal so ein bisschen, es liegt hier noch alles rum. Eigentlich, entschuldige Vincent, haben wir hier unsere Schuhe verstaut. Gleich in der ersten Schublade. In der zweiten und dritten dahinter sind dann die Vorräte, die wir noch haben. Also die Reisvorräte und die Nussmusvorräte und Kakao und was auch immer wir noch alles brauchen. Schublade. Hast du's? Ja. Das war ein Chaos. Okay, wir brauchen auf jeden Fall neue Verbinder. Das mit dem Magneten wird nichts. Passate. Wie viele brauchtest du? Nein. Dann haben wir hier im Tritt auch noch was Schönes. Hier ist die Yogamatte, genau wie, ich wusste auch nicht wohin damit. Hier haben wir dann eben auch nochmal ordentlich Stauraum. Wir haben jetzt hier erstmal das reingelegt in den Tritt, was wir eventuell schon eher mal griffbereit haben wollen. Das Gute ist, der ist jetzt so schwer, da bewegt sich gar nichts mehr, wenn man drauf läuft. Also das haben wir jetzt schon im Alltag herausgefunden. Der geht nirgendwo hin, gerade weil hier auch noch die Leiste verläuft. Was allerdings ab und zu mal wandert, was uns aufgefallen ist, ist unser Sofa. Sieht man hier, das wandert, sobald man eben, weil wir keine integrierte Lehne eingebaut haben, sondern uns hier quasi an unsere Heizungskörperverkleidung lehnen und somit das Sofa ein Stück weit wegdrücken mit unserem Hintern. Und das macht sich leider bemerkbar. Da müssen wir uns noch was überlegen, dass das eben nicht wandert, weil wir wollen das ja eben auch als Rückenlehne nutzen. Unsere Gardinen kennt ihr ja schon. Jetzt in den 2 Wochen habe ich sie noch mehr lieben gelernt, muss ich ehrlich sagen, weil wenn die zu sind, dann fühlt man sich einfach noch mal ein bisschen privater und es bringt einfach eine unglaubliche Wohnlichkeit rein. Die Frage ist halt nur, wie binden wir die fest? Und da haben wir uns diese Bänder hier gekauft, nichts Kompliziertes, und wollen die dann eben hier auf der Seite und auf der anderen Seite dann auch befestigen. So. Wird das hier festgemacht, hier ist so ein Haken und dann ist erstmal Ruhe. Schön, dass wir das auch heute filmen, weil wir heute wieder Wäsche aufgehangen haben. Jetzt sieht man das mal, wie wir das im Alltag eben bewältigen mit dem Trocknen unserer Wäsche. Es ist so, dass wir das Teil eigentlich vor gut einem Jahr oder anderthalb Jahren schon gekauft haben und es jetzt hier nur hinpasst. Es sollte eigentlich für den Konvektor sein, hier für den Handtuchhalter. Aber das hat nicht ganz hingepasst von der Breite, also haben wir es jetzt hier an die Dusche gehangen. Was mich so ein bisschen dann stört, ist natürlich, dass jetzt die Tür nicht ganz aufgeht, beziehungsweise sie schließt, aber sie geht nicht ganz auf. Genau, das heißt, man muss sich hier so ein bisschen durchquetschen und es nimmt schon Platz weg, gerade wenn auch dieser Bereich ausgefahren ist. Also ich weiß nicht, also es ist noch nicht die ideale Lösung, aber da kommen wir noch hin. Jetzt haben wir uns noch überlegt, wo kommen die Bademäntel hin oder die ein oder andere Jacke, die man mal schnell irgendwie aufhängen möchte. Da haben wir uns das jetzt hier, haben wir uns jetzt hier für die Lösung entschieden. Ich weiß nicht, das Licht verändert sich jetzt ein bisschen, ne? Geht das noch? Wir haben hier 3 Haken erstmal reingeschraubt. Es ist eigentlich eine ganz tolle Idee, weil hier ist ja auch noch der Zwischenraum. Das Problem, was ich noch sehe, ist, spätestens wenn man dann das Teil hier noch anbringt, für unsere Tür, welches auch perfekt rumpasst, ist es einfach ein bisschen eng. Also ich kriege die Tür nicht mehr ganz auf. Ansonsten war es vom Konzept oder von der Idee her ganz gut. Vielleicht kann man hier auch noch so eine Art Widerhaken einbauen oder irgendeine Klammer, dass das eben aufbleibt. Weil es schon wichtig, finde ich, dass man hier entspannt auch gerade vorbeikommt, weil das ja auch ein Durchgangszimmer ist.
Ich weiß nicht, ob wir euch schon die Regalbretter gezeigt haben. So sieht das jetzt bei uns aus. Sieht jetzt auch nochmal ein bisschen chaotisch aus, finde ich. Schön, dass das Chaos dann auch verschwinden kann. Auf jeden Fall war es uns einfach wichtig, dass wir die Steckdosen ganz gut nutzen können. Also einmal für die elektronische Zahnbürste und einmal für meine Rasierer hier oben. Und dann hat jeder quasi so seinen Bereich. Ja, hier unten hängt dann eben der Föhn und die Bürste und alles, was Anja eben auch so benötigt morgens. Haben wir euch schon gesagt, dass wir keinen Kleiderschrank haben, beziehungsweise noch keine Kommode? Ich glaube, Anja hat es kurz erwähnt, wir bauen sie noch. Und deshalb haben wir jetzt hier zwar auch schon ein Regalsystem eingeplant. Also hier hat man eigentlich im Grunde nur so eine Art Zwischenebene und hier oben auch nochmal eine kleine Ebene, wo dann auch noch was reinpasst. Und da knallen wir momentan auch die Kleidung rein, obwohl hier eigentlich eher die Handtücher reinkommen. Und das ein oder andere Putzzeug und ein paar Supplemente und so, die wir ganz gerne mal verwenden. Jetzt ist es natürlich überladen. Ich hoffe, dass wir die Kommode auch bald fertig bekommen. Der erweiterte Kleiderschrank hier unten, bitteschön. Also es ist nicht viel zu sehen, außer Chaos. Bevor wir ins zweite Zimmerchen gehen, noch ein kurzer Erfahrungsbericht zu unserer Dusche. Also wir sind total happy. Auch wenn wir beide zum Beispiel nacheinander duschen, wir haben ausreichend warmes Wasser. Ich kann mich ja mal ganz kurz hier reinstellen. Grundsätzlich ist es so, dass wir echt ausreichend Platz haben. Eigentlich wäre es sogar noch cooler, wenn Ilan jetzt hier drin stünde, weil er natürlich auch größer ist. Aber vom Platz können wir uns super bewegen. Wir hatten mal zur Aufbewahrung so eine Ablage bestellt, die man hier einhängen kann. Aber alles, was wir bestellt haben, es war viel zu groß für unsere 80x80 Dusche, sodass wir uns entschieden haben, mit kleinen Magneten zu arbeiten. Dadurch, dass wir eh nur mit einer 2-in-1 Seife duschen und das eigentlich das Einzige ist, was wir in der Dusche brauchen und vielleicht mal einen Rasierer, haben wir, ups, die Seife ist auch schon fast aufgebraucht, aber uns hier so ein Magnetsystem bestellt, welches wir ganz einfach in der Dusche hier befestigen können. Sie nimmt keinen Platz weg, es steht nichts auf dem Boden. Was uns auch aufgefallen ist, es gab ja große Bedenken auch vor einigen Wochen oder Monaten, dadurch, dass wir hier oben die Dusche noch nicht abgedichtet haben. Wie ist es mit der Feuchtigkeit? Wie ist es mit Spritzern? Wir haben bisher keine Probleme mit Spritzern. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir mit einem Duschkopf arbeiten, der nur einen 6 Liter Durchfluss hat. Das heißt, der Wasserdruck selbst ist schon viel geringer als in herkömmlichen Duschen und demnach spritzt es auch viel weniger. Wir können natürlich auch hier noch entscheiden, ist der Strahl etwas stärker oder ist er etwas sanfter. Am liebsten duschen wir eh mit dem sanften Strahl, außer wenn ich meine Haare ausspüle. Auch mit der Luftfeuchtigkeit haben wir ja unsere Abluft von unserer dezentralen Wohnraumlüftung. Und direkt ein relativ großes Fenster. Also wir schauen auch einfach nach dem Duschen gut durchzulüften. Und da war bisher kein Problem. Das heißt nicht, dass wir die Lücken nicht mehr schließen wollen, aber einfach, dass wir uns damit jetzt nicht unnötig stressen müssen. Wie machen wir das mit dem Toilettenpapier, mit den Vorräten für die Toilette oder auch hier Haushaltspapier? Das haben wir noch nicht verräumt. Wir wollen euch aber ganz kurz zeigen, wo wir das verräumen. Und zwar haben wir hier, ja, durch unsere Wandverkleidung, einen kompletten Hohlraum hier hinter. Das heißt, wir können... Ach, wir müssen wieder Toilettenpapier kaufen, sehe ich gerade. Man könnte in dem Fall die Küchenrollen hier einräumen. Zwei reichen zur Simulation. Und hier einfach drin verstauen. Und so können wir eine komplette Packung Toilettenpapier oder Haushaltstücher oder andere Sachen, die wir jetzt im Moment noch im Einsatz haben, super hinten verstauen. Deckel drauf. Und dann ist alles aus dem Auge, aus dem Sinn und wir haben zumindest so unsere Basisvorräte. Die Toilette ist natürlich auch schon im Einsatz und es ist total schön, die ersten Erfahrungswerte zu sammeln. Wir machen aber in der kommenden Woche ein separates Review-Video, wo wir nochmal genau darauf eingehen, wie funktioniert das, wie oft haben wir bisher ausgeleert, wie funktioniert das mit dem Urintank. Wie ist grundsätzlich das Gefühl, gibt es eine Geruchsbildung und so weiter. Dazu also ausführlich in der nächsten Woche. Und eine letzte Sache noch. Wir haben ja hier auch am Waschtisch eine Holzablage oder unser Waschtisch besteht ja aus Holz, Paulownia-Holz. Und auch hier ist es so, dass wir noch ein bisschen ängstlich sind und immer mit dem Lappen hier gut nachwischen, um einfach Wasserflecken zu vermeiden. Müssten wir vielleicht gar nicht so doll machen oder gar nicht so akribisch machen, aber wir wischen grundsätzlich immer nach. Wir haben auch hier so einen kleinen Magneten jetzt eingebaut für unsere Handseife.
Also auch das funktioniert total gut, nur dass die Seife von den letzten Tagen leider total durchgeweicht ist, weil wir eben noch keine Ablage hatten, wo die Seife gut durchtrocknen kann. Durch den Magneten finden wir das total sinnvoll, weil eben alles, was mit Wasser zu tun hat beim Händewaschen, auch im Becken passiert und man nicht nach rechts greifen muss, um die Seife zu holen oder den Seifenspender zu betätigen, sondern es bleibt alles, was nass ist, im Waschbecken und somit müssen wir auch später weniger nachwischen. Seife von den Händen ab. So, war doch ein Tropfen. Hier sind wir nun im letzten Zimmer. Man sieht es eigentlich auch schon. Chaos zu meiner Linken, Chaos zu meiner Rechten. Es fühlt sich halt alles sehr, sehr klein an. Klar, wenn alles rumsteht und rumliegt, das ist, denke ich mal, ganz normal. In so einem Tiny House ist mir auch aufgefallen, also in unserem Haus, wir brauchen wirklich, alles braucht hier seinen Platz. Sonst werde ich ganz, ganz schnell auch unruhig im Kopf. Das tut mir auch nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Chaos! Ich kann nicht arbeiten hier. Ich müsste eigentlich erstmal alles aufräumen. Das dauert dann 2 Stunden gefühlt. Die Kommode ist noch in der Entstehung. Was wir wissen, ist, dass wir, zeige ich euch jetzt mal, hier hinten den Stauraum noch nutzen möchten, diesen Zwischenraum. Ne? Die Innenverkleidung ist jetzt quasi mit dem Multitool weggeschnitten worden von mir, damit wir diesen Raum hier noch nutzen können. Und im besten Fall das gleich mal 4. Ne? 1, 2, 3, 4. Jetzt ist es erstmal so, wie gesagt, dass das jetzt dieses Gerüst, dieser Grundschrank schon mal steht, der hier verleimt ist überall, auch unten, und wir dann sukzessive die Sachen eben auch reinräumen können. Wir haben noch so viel Kram, dass ich ehrlich gesagt, ich freue mich, wenn dieser hier erstmal verschwindet und wir dann sukzessive die Sachen nachholen. Also wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Wochen. Also sehr schön zu sehen in diesem Raum ist, hier sind schon mal diese PCs, die haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Im Badezimmer sind die ja auch mittlerweile, haben wir die auch installiert. Das ist wirklich klasse, weil man natürlich auch so viel Licht reinlassen kann, wie man möchte, aber trotzdem den Sichtschutz hat. Ne? Wir hatten hier vorher nämlich mit Handtüchern gearbeitet und das war nicht so praktisch, weil du die immer wieder einklemmen musstest und wenn man mal lüftet, dann sind sie halt runtergefallen. Also das war auf jeden Fall eine ganz tolle Lösung und man musste nicht mal bohren, sondern man kann die eben kleben und ranklemmen. Ich würde sagen, Anja macht jetzt mal oben weiter. Hier sind wir jetzt in unserem Schlafloft im letzten Raum unseres Hauses und hier haben wir uns echt gut eingegroovt, muss man sagen. Also Ilan schläft ja immer hier und ich schlafe nachts hier. Wir hatten die ersten Nächte so ein bisschen Sorge, dadurch, dass die Matratze ja jetzt fast auf gleicher Höhe wie unsere Mauer ist. Ah, was ist, wenn wir doch runterfallen und wie fühlt sich das an? Also es war erst ein bisschen unsicher, aber dieses Gefühl ist sofort eigentlich weggegangen, bei dir auch, ne? Ja. Also wir haben, obwohl Ilan auch Höhenangst hat, wir haben gar nicht mehr das Gefühl, runterzufallen. Natürlich langfristig oder wenn irgendwann auch mal hier ein Kind ist, dann wird es noch andere Möglichkeiten und Varianten geben, das hier anders abzusichern, zumindest für die Nacht. Wir haben ja hier unsere Vorhänge. Auch total schön geworden, wie wir finden. Wir wollen hier gegebenenfalls noch Magnete einarbeiten, dass das richtig abdichtet, aber eigentlich stört es uns auch nicht so. Was uns wichtig ist, dadurch, dass wir jetzt extra hier schon an Häkchen reduziert haben, damit sich die Gardine auch tagsüber, soweit es geht, an die Seite ziehen lässt. Dass wir hier auch mit den Bändern, die Ilan auch gerade schon unten gezeigt hat im Wohnzimmer, einfach eine Möglichkeit schaffen wollen, die Gardinen recht unauffällig, aber auch hier an Ort und Stelle zu halten. Wir hatten jetzt, da muss man sich dran gewöhnen, letzte Woche haben wir ja von der lauten Pumpe gesprochen, die ich beim Schlafen nicht höre. Aber der Regen hat uns tatsächlich die letzten Male auch geweckt, weil es einfach ganz ungewohnt ist, dass es hier hellhöriger ist. Der Sound, wenn Regen auf unsere Dachfläche, auf die EPDM-Fläche tropft, der ist einfach unbekannt und deshalb sind wir die ersten Male auch davon wach geworden. Jetzt so nach 2 Wochen ist es so, dass wir wach werden und sagen oder spüren, ah, es regnet, okay, wir können wieder schlafen. Also es ist einfach, es verändert sich, man gewöhnt sich an die neuen Geräusche, an die Hellhörigkeit, man gewöhnt sich auch morgens aufzustehen. Es gibt natürlich auch viele, die sagen, oh Gott, zu zweit, das ist total doof, hier übereinander zu krabbeln, wenn mal jemand raus muss. Deshalb schlafe ich auch hier, weil es mir leichter fällt, über Ilans Beine morgens zu krabbeln und nachts stehe ich nicht auf, da schlafe ich durch. Von daher ist es eigentlich, haben wir uns da jetzt schon ganz gut eingegroovt. Mal gucken, wie sich das über die Monate entwickelt. Um final noch mal kurz auf den Stauraum hier oben einzugehen. Wir haben ja hier diese Mauern. So viel ist noch gar nicht
drin tatsächlich, aber wir werden hier saisonale Sachen wie wahrscheinlich so ein Bikini oder eine Badehose, vielleicht auch Schals und Mützen unterbringen. Und hier eben das, was man so in einem Nachtschränkchen auch hat. Und auf Ilans Seite, dadurch, dass die Mauer größer ist, da verschwindet im Moment so ein bisschen Technik. Hier haben wir ein bisschen mehr Breite. Hier vorne an der Wand planen wir noch Regalbretter einzubauen für unsere Bücher. Allzu viele Bücher haben wir nicht, aber wenn man auch mal gerne liest, ist hier oben einfach auch so eine schöne Energie, weil man in beide Richtungen eben schön rausgucken kann. Das war's auch schon für heute. Wir hoffen, dass euch unser kleiner Erfahrungsbericht nach 2 Wochen gefallen hat. Ja, es ist noch total chaotisch. Ja, manchmal fühlen wir uns gestresst, aber alles in allem sind wir super dankbar und froh, endlich in unserem Haus zu sein, langsam warm zu werden, zu gucken, wo kommt was hin. Also jetzt die Phase macht halt auch tierisch Spaß, ganz unabhängig von den kleinen Wehwehchen, die einen immer mal wieder im Alltag einholen. Aber man lernt auch stückchenweise immer besser damit umzugehen. Lasst uns gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und schaltet unbedingt auch nächste Woche ein, denn da gibt es, wie schon eben kurz erwähnt, einen kleinen Erfahrungsbericht zu unserer Trockentrenntoilette, wie das im Alltag funktioniert. Bis dahin, tschüss!